Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons. Wir gucken uns heute nochmal ein paar Zäune an. Zum Beispiel diese tolle Backsteinmauer hier. Wir bauen erstmal nur eine oder vielleicht zwei, damit wir auch die verbinden und so. Vielleicht auch noch eine Steinmauer, die ist vielleicht auch ein bisschen neutraler und noch leichter zu beschaffen. So eine fernöstliche Mauer würde mir auch sehr gut gefallen, aber wir haben leider kein Holz mehr. Das ist natürlich schade. Würde vielleicht sich auch sehr gut machen, aber wir haben halt eben gerade kein Holz, weil wir so doof sind. Menno, ich glaube, wir können halt auch keins kaufen, weil halt eben ein Fest ist. Deswegen erstmal ohne die östliche, fernöstliche, keine Ahnung. Gucken, was es hier sonst noch gibt, sonst ist wirklich was halbwegs hoch sein könnte. Na gut. Gut, dann probieren wir es einfach mal damit, ob da was Hohes dabei ist. Farm bearbeiten. Weil das, was wir in der letzten Folge gemacht haben, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Und na, gucken wir mal. Also Backsteine waren schon schön. So Backsteine, aber allerdings bräuchte ich dafür relativ viele Backsteine, ne? Ja, verbindet aber schön. Das Doofe ist nur bei denen immer, dass es nicht so über Eck geht, ne? Das sieht dann immer doof aus, oder? Probieren wir es mal. Ja, das ist halt immer das Problem, dass die immer so kacke über Eck sind. Dann müsste ich dann vielleicht halt wirklich dann wieder so. Das geht ja noch am ehesten. Ja. Könnte man eventuell mal machen. Ich weiß nicht. Also jetzt umhauen tut es mich gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich würde vielleicht doch lieber aus Holz das dann machen. Das jetzt hier, das gefällt mir erstmal schon ein bisschen besser. Auch ein bisschen neutraler von den Farben. Über Eck sieht es natürlich auch wieder kacke aus. Könnten wir es dann eventuell irgendwie so erstmal bauen. Da muss ich mal gucken. Ich würde gerne eventuell auch nochmal die... Oh, aber es fügt so schön zusammen. Ja, das ist auf jeden Fall schon überlegenswert, das irgendwo einzubauen. Muss ich auch nochmal gucken halt, wie wir das am Ende alles verbinden. So, wie mache ich denn das jetzt hier? Das jetzt hier oben ist eigentlich ganz sweet, aber nicht so sweet, dass ich sage, ja, so lassen wir das jetzt. Nee, das mag ich nämlich jetzt doch nicht so. Müssen wir wirklich mal gucken, wie ich es am Ende dann baue. Also kann es jetzt nicht bleiben. Ich lasse es jetzt vorerst mal so, wie es jetzt hier so ist. Was? Ich baue das jetzt hier noch so ran, dass wir überhaupt mal hier was haben. Und dann würde ich jetzt eventuell nochmal in Erwägung ziehen, auf dem Feld nebenan noch ein bisschen was zu machen. So. Ne? Ah. Sekunde, das kann sich noch um Jahre handeln. Sorry. So. Können wir vielleicht noch so... Das Zeug jetzt noch so krass in die Ecke schmeißen, dass ja überhaupt erstmal was ist. Und noch, keine Ahnung. Die noch in die Mitte, damit es erstmal noch irgendwas... Oh, das geht sogar nicht. Ach, das ist ja mal wieder wundervoll. Okay. ja. Läuft mal wieder super hier. So, Sekunde. Was machen wir denn da mal hin jetzt? Ich hab noch ein paar von denen. Oh, da habe ich die alle schon... Hab ich die alle jetzt hier schon verbaut? Oh, ernst? Hab ich keine mehr? Das sind alle... Och, das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Na dolle Wurst. Na dolle Wurst. Na toll, dann baue ich das jetzt. Hä? Ach, sag bloß, es geht hier trotzdem nicht lang. Boah, das ist halt, das ärgert mich gleich noch mehr. Toll, ja, super. Dann geht das hier halt trotzdem nicht lang, weil Baum. Dann kann ich das ja hier zum Beispiel auch... Das stresst mich gerade alles total hier. Das kann nicht wahr sein. So, kannst du ja zum Beispiel... Ich versuche jetzt hier irgendwas Positives aus der Sache irgendwie noch rauszuziehen. Das ist gerade irgendwie alles stressig. Irgendwie klappt die gerade nicht so, wie es soll. Toll. So, machen wir das mal. So. Drehen wir das mal. So, das kann man ja so. Das sieht auch kacke aus. Das sieht irgendwie alles kacke aus. Hilfe. Wir müssen es jetzt so machen. Sieht dann aber auch kacke aus. Oh Mann. Schickt mir einen Engel. Das sieht alles scheiße aus. So.
Na toll, das sieht aus wie hingerotzt, ey. Das kannst du doch niemandem so anbieten. Das geht natürlich jetzt auch nicht. Das ist doch schrecklich. Wer hat sich das denn so ausgedacht? Wer hat sich das ausgedacht? Oh Mann. Also vielleicht, warte mal. Ich wollte jetzt eigentlich jetzt hier ganz schnell jetzt hier beenden, weil mir das überhaupt nicht gefällt. Ihr merkt, wie gut das hier gerade funktioniert. Ich könnte ja... Das so. Warte mal. Ich muss mich gerade ein bisschen über mich selbst kaputt lachen, weil das hier gerade einfach so dämlich ist. So, dann machen wir jetzt erstmal... Ich will einfach hier eine ganz schnelle Übergangslösung finden, dass es hier schon mal halbwegs gut aussieht. Dann braucht sie wieder Stunden dafür. So, bauen wir hier das hier mal hin. So, dass es hier so ein bisschen geschlossen ist. Und du kommst jetzt halt hier hin, so. Ich finde, diese Ecke sieht scheiße aus. Tja, habt ihr Pech gehabt. Ich lasse das jetzt so. Oh, egal. Ich brauche dringend mehr Unkraut, glaube ich. Damit ich noch so ein paar Hecken oder sowas machen kann. So. Ach, Gott sei Dank. Schaut euch schon, mir fehlt jetzt hier genau ein so ein Ding. So. Seht das? Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Nee, nicht? Mir doch egal. Ist halt nicht geil. So. Ja, jetzt nehme ich jetzt einfach mal so hin, dass jetzt hier diese Ecke... Das ist so lächerlich. Ja, das ist jetzt... Das ist es jetzt hier, ne? Es tut mir leid, Leute, aber das ist es jetzt. So. Kannst du... Oh Gott, das sieht so kacke aus. Ich kam auf das Ganze hier nicht klar, ey. Ich mach das Ganze fertig. Okay, wisst ihr was? Scheiß drauf, wir lassen uns das erstmal jetzt hier so. Ich bin raus. Ich mach da jetzt erstmal nichts mehr. Wir müssen dann nochmal, oder ich gucke nochmal offscreen in aller Ruhe und bastel da ein bisschen rum oder so. Oder wir machen es onscreen. Onscreen ist aber besser, weil ich merke immer offscreen, bin ich immer so voll so. Dann geht mein Brain übelst ab und dann habt ihr gesehen, ne? Das, was ich hier alles gebaut habe, das ging alles in einer Tour. So, ich zerschlage gerade mal, weil ich das hier alles wegmachen möchte. Ja, so hämmert ihr auch immer eure Sachen, wenn ihr sie nicht mehr haben wollt im Garten. Unkraut jeden mit dem Hammer. So macht man das hier. Okay. Oh Gott. Es tut mir so leid. So, weg. 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 Und dann kommt normaler Hammer. Damit. Man muss nämlich auch. Man hämmert auf etwas drauf. Also man hämmert auf Pflanzen, damit sie sterben. Und wenn man aber auf Erde hämmert, wächst auf einmal Gras. Das ist Magie, ne? Das. Ist auch so, ich bin gerade nicht im Baumodus, deswegen. Gut, jetzt habe ich hier ein bisschen Platz geschaffen, nämlich. Dann mal gucken, was ich. Ich weiß selbst nicht, was ich mit diesem Platz mache. Ich. Fragt mich nicht, ne? Ich habe keine Ahnung, ich habe Angst. So, ich fange einfach mal an, ne? Farm bearbeiten. So, okay, ja. Wir fangen einfach mal an, ne? So, ja. Bitte. Oh Gott. Ich baue das jetzt hier mal so klein. Vielleicht so, oder sieht das ein Kacki aus? Geht eigentlich, oder? Ich meine, ja, nö, geht, oder? Ist jetzt zwar nicht mal ganz so symmetrisch. Weiß nicht, ich mache es einfach hier so weg und dann ist das hier so und dann. Warte mal, ich mache das hier auch mal weg. Das triggert mich gerade hart, dass da was ist. So, warte mal. Wie war das jetzt hier so? Das sieht irgendwie, oh Gott. Das kann man ja ruhig. Wie viel habe ich denn auch schon genug Zoll, ne? Kann man ja mal zumachen. Nee, passt nicht. Was passt du nicht? What? Jetzt passt das nicht. No. Hä? Hier passt's. Ja, hab ich schief gebaut? Ach nee, das ist. Ich dachte gerade schon was. So, machen wir es so. So. Nicht schön, aber selten. Nicht selten, aber schön. So, was ist jetzt hier irgendwie nicht in Ordnung? Es sieht hier gut aus, aber hier stimmt irgendwas nicht. Ich mach jetzt einfach mal eins runter. Ja, jetzt sieht es hier auch gut aus. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Ich lasse es jetzt so. Nee, das geht gar nicht. Was habe ich denn hier? Um Himmels Willen. Was habe ich denn hier verbrochen? Kapitalverbrechen an die Natur. Dann mal. Sieht irgendwie nicht gut aus. Das sieht so ein bisschen aus wie Schnupfen hier. Sekunde.
So. Ja. Ja. Machen wir das hier vielleicht weg. Und fast so die Ecken so ein bisschen halt so andeutet, ne? Das ist grauenhaft. Das tut mir so leid. So, hier auf jeden Fall. Dann machen wir das hier auch erstmal weg. Gucken wir mal. Kann man das hier irgendwie noch irgendwie schön machen? Nee, hä? Nee, das geht gar nicht. Oder kann ich hier noch so... Oder was ist, kann ich das jetzt mittig setzen? Nee, es geht nicht, ne? Es ist entweder mal da oder da. Okay, dann lassen wir es ganz weg. Habe ich mir das gerade über den Fuß? Nein, okay. Sekunde. Drehen wir das noch so. Okay. Okay, das lassen wir uns einfach so. Dann haben wir jetzt einfach noch die Ecken hier. Vielleicht mache ich da nochmal später was. So, schauen wir mal, ne? Erstmal lassen wir es jetzt hier so, wie es ist. Ich könnte ja sogar, wenn ich ganz lustig bin, einfach mal... Dreh dich, hops, wasasa. Das hier so hinsetzen oder so. Ich weiß nicht, wir werden sehen. Ich schätze hier erstmal alles um. So. Genau. Das kann jetzt hier zum Beispiel weg. Wir können ja directly hier hochbauen, ne? Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Boden habe. Genug Boden. So, jetzt muss es ja aber langsam schon rumgehen, ne? Warte mal. Ist das okay? Das ist immer noch. Was ist denn das? Wie weit geht denn das hier? Ah, das passt nicht, ne? Das passt nicht. Du müsstest irgendwie. Nee, da geht das hier nicht mehr. Das ist mir ganz wichtig, dass das hier unten überall passt. Dann machen wir das halt so. Sieht mir oberrussisch aus, aber meine Güte. Okay, das ist irgendwie. Das ist irgendwie nicht das Richtige, ne? Es fühlt sich immer noch falsch an. Nee, also irgendwie habe ich mir jetzt was anderes erhofft. Schade. Wirklich schade. Ich glaube, es gibt hier zuvor die krassen kreativen Köpfe, die jetzt hier so voll krass was in ihrem Brain zusammenbauen können. Und ich hier sitze da wie so ein grenzziviles Eichhörnchen und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Die wichtige Frage ist auch, ob man eventuell hier, ups, Weg reinbauen könnte. Das geht sogar. Oh, das geht sogar. Wartet mal. Das geht gerade schon ein bisschen ab. Sekunde. Das geht aber noch hier so, ne? Okay, da kann ich ja mal so als... das öffnet nämlich neue Möglichkeiten, wenn ich hier noch so voll crazy so einen Weg lang bauen könnte. Das wäre nämlich... Das wäre richtig cool. Das wäre wirklich cool. Dann lasse ich das mal so als kleinen Notiz an mich. Kann ich das dann direkt mit dem T verbinden? Passt das dann? Also wenn das passen würde, ich würde so schreien, ey. Mal geht das? Passt das? Und das passt natürlich nicht. Scheiße. Dann müsste ich das hier unten wegmachen. Das will ich aber nicht. Oder ich setze das gesamte Ding eins nach oben. Dann würde das passen. Die Frage ist natürlich jetzt an dieser Stelle, was spricht dagegen? Ich müsste einfach den gesamten Weg eins nach oben setzen und dann würde das hier so Hand in Hand so. Oder ich mache das hier unten weg. Warte mal. Boah, Leute, das ist kompliziert, dass es aussieht. Okay, ja, okay. So, hier so lang. Ne? Dann geht das hier aber. Ist das nicht ein bisschen zu nah? Sieht das nicht ein bisschen doof aus? Ah, sieht ein bisschen doof aus, oder? Dass so ganz nah ist. Ich weiß nicht. So mittig wäre es mir, glaube ich, lieber, oder? Allerdings fällt dann hier oben das ganze Zeug weg. Das war natürlich praktisch. Das löst dann so den Zwang der Symmetrie auf. Und ich habe dann hier auch noch Möglichkeiten, Dekorationsmöglichkeiten mehr. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Dann könnte ich das nämlich zum Beispiel jetzt hier so hinbauen. Jetzt hier so, dann ist es hier auch wieder alles so stimmischer. Stimmischer. Und ja, ne? Schon ein bisschen geil. So, nee, jetzt mal im Ernst, ich würde auch gar nicht so geil ziehen, sowas in eine Mauer oder sowas hinbauen, weil es sieht irgendwie so extrem, nee, es geht nicht, ne, ich kann nicht so nah an das Ding bauen. Das müsste dann wenn schon hier sein. Das würde dann auch kacke aussehen. Ich probier erstmal rum, ja. Ja, nee, das kann ich nicht, das ist doof. Ich könnte aber das Ding, hier ist kein Platz dafür, nee, auf keinen Fall. Könnte das Ding aber drehen.
dass das denn hier so steht. Dann könnte ich dann eventuell... Oh, ich glaube, das klappt nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Ich wollte das nämlich machen, dass man dann hier so quasi Eingang hat zu, ne? Guck mal, ich bastle mal noch ein bisschen. Ich glaube, mir fehlen aber ein paar Wege dafür, ne? Hm. Ich könnte... Aber klappt das? Ne, es klappt, glaube ich, nicht, ne? Ist das das so weit? Kommt mir schon damit hoch. Nee, das klappt auf keinen Fall. Boah, Leute, das ist echt schwierig alles. Ich blicke halt ernsthaft, ob ich vielleicht jetzt hier das Feld auch nochmal minimieren soll. Ob ich das hier oben alles so wegschreddern soll. Das würde mir nämlich auch nochmal einiges mehr Spielraum geben, hier oben zu interagieren. Ich glaube, das mache ich jetzt wirklich. Dann wird das zwar stark minimiert, das Feld hier, aber sieht vielleicht auch besser aus am Ende. Und ich habe ja jetzt auch auf meinem Gebiet nebenan ja jetzt auch ganz viele Pflanzen, die ich anbauen kann und so. So mache ich dann ganz viele Felder und dann ist das halt eben alles ein bisschen stimmiger und schöner und wisst ihr, kennst du? Ja, probieren wir das einfach. So, da bin ich wieder. Ich wurde gerade kurz unterbrochen, aber nicht schlimm. Ich war, glaube ich, gerade eh dabei, abzumoderieren. Ja, was ich sagen wollte, da kommt jetzt... Hups. Da kommt jetzt auf jeden Fall, denke ich mal, noch eine Baufolge. Mindestens noch eine. Tut mir leid, fast, dass jetzt zu viel auf einmal ist an Baufolgen, aber... Ja. Ich möchte das halt alles ein bisschen hübsch haben und so. Und es macht mir eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin, ziemlich viel Spaß. Und ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und wenn ich das einmal hier bin, kann ich ja jetzt hier gleich noch ein paar Wege bauen, ne? Gut, das mache ich jetzt aber in der nächsten Folge. Und sag dann mal ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, you made it, Story of Seasons. Bye!